Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Enshrouded. Ich weiß noch nicht ganz genau, was wir im heutigen Part machen. Gucken wir jetzt mal nach. Auf jeden Fall habe ich von euch ja auch den Tipp bekommen, dass ich eigentlich schon nicht nur den Hauptquests hinterher sollte, sondern eben auch den Sidequests. Und ja, vielleicht gucken wir uns die heute einfach mal an. Und ansonsten lasst euch einfach überraschen, genauso wie ich. Und in dem Sinne würde ich sagen, let's go! Gut, dann gucken wir doch mal. Wir haben ja auf jeden Fall das Kreissägeblatt schon geholt. Das heißt, theoretisch könnten wir ja eigentlich die Tischsäge machen. Dafür fehlt mir jetzt ein Nagel. Das ist aber jetzt nicht so wichtig. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir einfach mal auf Reisen gehen. Ich habe, glaube ich, soweit ich mich erinnere, im letzten Part doch Lehmklumpen abgebaut. Aber irgendwie finde ich die nicht mehr. Also weiß ich nicht, ob ich die weggeschmissen habe oder was damit passiert ist. Auf jeden Fall brauche ich auch Lehmklumpen. So, wenn wir jetzt doch mal auf die Karte schauen, dann haben wir ja hier auch noch diese Fragezeichen, wo wir noch nicht waren. Vielleicht düsen wir einfach mal dahin. Und hier waren wir ja auch noch nicht bei der Kirche zum Beispiel. Da können wir uns ja auch noch umschauen. Also reisen wir jetzt mal kurz zur Hochweidenwarte. So, dann müssen wir einmal in die Richtung. Und da hinten sieht man ja auch schon die Kirche. Die Kirche. Genau, da waren wir ja, glaube ich, in den ersten zwei Häusern, die hier unten sind. Und weiter habe ich es ja dann nicht mehr geschafft. Jetzt gucken wir doch einfach mal, was da so ist. Ob da noch irgendwas Brauchbares ist. Auf jeden Fall kann man ja hier bei den Feldern mal das Zeug hier looten. Oh, es hängt, glaube ich, irgendwie, oder? Nee, hier. Manchmal wird es irgendwie nicht gescheit angezeigt. So, dann nehmen wir uns den leckeren Maisi mit. Da können wir ja dann Popcorn draus machen. Hm. Süßes oder salziges Popcorn? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin ja tatsächlich der salzige Typ. Nein, Spaß. Ich bin natürlich der süße Typ. Was hätte man auch anderes erwartet? Die Frage, brauche ich so viel an Ding, an Mais oder eher nicht? Egal, wir nehmen es jetzt einfach mal mit, kann ja nicht schaden. Die hier bringen uns ja nichts, gell? Ja, okay, Pflanzenfaser. Aber das brauche ich jetzt erstmal nicht. Lehmklumpen brauche ich. Genau, hier oben waren wir auch und da habe ich ja hier die Blumenwiese abgebaut. So, da ist das Ding. Jetzt haben wir einen neuen Ort markiert. Hier ist was zum Lesen. Schauen wir mal. Eine Zuflucht. Eine kleine Karawane von Flüchtlingen kam heute aus dem Ödland an. Eine lange Reise. Ich war noch nie gut im Umgang mit Fremden, aber es war keine Zeit zum Plaudern. Ich stürzte mich in die Arbeit und verband die Wunden. Ein Kampf um Leben und Tod, auch jetzt noch. Traurigerweise haben einige verloren. Wir haben sie in der unteren Gruft zur Ruhe gelegt. Mögen die Nordwinde sie ins Jenseits geleiten. Es gibt einen, der trotz all dem überleben könnte. Eine tiefe Beinwunde, aber vielleicht nicht so schwerwiegend. Der verwundete Salim lächelt viel. Er sagt, dass er mir sein Leben verdankt. Reines Glück, denke ich. Hm, okay. Und da drin ist auch was zum Lesen. Ich rüste mich mal kurz aus. Hier geht's in den Keller. Schauen wir doch mal da rein. Oh Gott, ich hoffe, dass nicht wieder irgendwelche Jumpscares auf mich warten. Aber ich höre schon wieder irgendwas. Hier ist wieder was zu lesen. Mit einem Fuß im Grab. Heute haben wir wieder einen zu Grabe getragen. Die armen Leute. Sie sind den ganzen Weg gereist, um Schutz zu finden. Doch hier gibt es nur Ruinen und Schrott. Diese Kirche wird nicht viel mehr standhalten. Das hat Helen schon gesagt. Der Wind heult und bahnt sich jede Nacht neue Wege in unsere Hallen. Unser Dach wurde von den Stürmen zerrissen und wir sind zu sehr damit beschäftigt, die Leute der Karawane zu versorgen, um es zu flicken. Trotzdem müssen wir bleiben. Wir werden hier gebraucht und werden anderswo kaum eine Unterkunft finden. Diese Vagabunden, neben Relikten und Artefakten zu begraben, kommt mir falsch vor. Aber vielleicht hat Helen recht. Vielleicht müssen die alten Zeiten neuen Bräuchen und Riten Platz machen. Gut. Hier geht es dann wahrscheinlich wieder nur nach oben. Jawohl. Also, was haben wir denn hier? Jetzt bin ich im Miasma. Prinzipiell ja kein Problem, ne? Das können wir öffnen.
ein Mana-Tränkchen. Und hier dahinter sind irgendwelche Hayopais. Das geht aber nicht auf. Hier ist was offen. Ist da irgendwer drin? Nope. Ein Jägerbogen. 10 Kraft, aber da glaube ich, ist tatsächlich meiner, den ich... Ah, oh mein Gott, jetzt kommen sie alle runter. Nein, lasst mich in Frieden. Ach so, irgendwer hat ja noch gesagt, dass ich ein anderes Schild bräuchte. Ah ja, okay. Ich habe jetzt gerade wieder Reflexion gehabt auf den Dungeon mit den schweren Gegnern. Aber die sind ja Pillepalle. Pillepalle. Brauchen wir wieder die Fackel? Sonst sehe ich ja nichts. Was ist hier nichts? Ob dahinter irgendwas zu finden ist? Sieht jetzt irgendwie nicht so aus. Okay. Ein Versuch war es auf jeden Fall wert. So, hier ist wieder Desta. Dann waren wir auf der Seite. Achso, ich wollte ja mal gucken, was die dabei haben. Das nehmen wir dann auf jeden Fall natürlich noch mit. Die verlieren ja immer Salz und das ist ja auch wichtig. Metallschrott noch. Gut, hier ist jetzt auch auf. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Nö, auch nicht. Okay, also sind die Türen quasi aufgegangen, nachdem ich hier den Sarg gelootet habe. Gucken wir uns da nochmal kurz um. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Geheimtür und so. Ne, hier ist nichts. Okay, dann können wir wieder raufdüsen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn doch, dann werdet ihr mir schon sagen. Jetzt ist natürlich wieder dunkel. Was ist hier? Achso, das ist wieder nur das Sitzen. Das verwirrt mich immer noch. Oh, da steht ja auch einer. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Und ich habe schon wieder nicht gegessen und getrunken. Mein Gott, ich werde es aber auch nie lernen. Wir können doch uns hier einfach mal kurz gemütlich machen. Dann ist es nämlich auch wieder hell. Supi. Dann ist die Nacht auch vorbei. Kann die Fackel mal weg. Gibt es jetzt hier noch irgendwas? Ah, hier oben. Okay. Und dann? Ah, ja, da. Jetzt sind wir quasi auf dem Dachboden. Da kann man rauf. Da kann man auch rauf. Jetzt gehen wir die Kirchturmspitze erklimmen. Hier ist eine Kiste. Steinziegeldachblock. Ja, nice. Nicer Scheiß, hätte ich jetzt mal gesagt. Lassen wir uns hier wieder runterplumpsen. Da war ja nichts mehr. Das kann ich noch plündern. Wasser. Und da hinten, glaube ich aber, ist dann auch nichts mehr. Hier fliegt ein Dach. Seht ihr das? Nee, hier ist nichts mehr. Ah ja, stimmt. Aber da unten konnte man ja noch was lesen. Dann machen wir das noch schnell. Eine neue Saison. Die Neuankömmlinge verschwenden keine Zeit. Sie errichten etwas, ohne Rast einzulegen. Ihre Entschlossenheit ist beinahe fanatisch. Ein Refugium der Flamme soll das sein, sagt Salim. In manchen Nächten blieb ich in der Nacht der Karawane. Salim besteht drauf. In manchen Nächten blieb ich in der Nähe der Karawane. Salim bestand darauf. Am Feuer sprechen sie über ihre Heimat, den Sand und den Verfall. Ich höre so viel Leid. Ich bin wie eine Narzisse, sagt Salim. Das erste Zeichen des Frühlings. Er ist ein Narr, wenn auch ein niedlicher. Okidoki. Das braucht man nicht kaputt machen, da fallen wir nur runter. Ach so. Ups, vielleicht mal kurz noch mal hinter der Kirche gucken. Da irgendwas ist.
Hier ist Blumenwiese, hier sind Gräber. Ist da vielleicht irgendwas unten? Ah, ich hab's mir doch gedacht. Feuersteinpfeile. Na gut, kann man immer gebrauchen. So, was haben wir denn hier unten eigentlich? Da ist doch bestimmt auch was. Möchte ich da hingehen? Ehrlich gesagt, nein. Da ist aber auch ein Greifhaken. Leute, ich weiß nicht. Miasma oder nicht? Vielleicht machen wir doch erst wirklich die Fragezeichen. Das heißt, wir pacen jetzt einfach mal hier so lang. Oder ist irgendwas Wichtiges da unten? Ach, keine Ahnung. Eigentlich sollte man, wenn, dann schon alles hier erkunden, oder? Na gut, dann schauen wir jetzt mal kurz hier hinter. Hier ist ja auch noch Zeug. Hier kann man wieder rauf. Und hier ist auch eine Kiste. Was hier mit Feuerbälle? Das war es aber auch schon hier. Hier ist nichts. Hintertan. Sorry. So, ich bin ja mal auf den Ratten vorbereitet. Weil die Blöße möchte ich mir nicht nochmal geben vor euch. Harz. Okay, nehmen wir mit. Mana-Trank. Bücherregal. Was ist hier? Brauchen wir kurz eine Fackel? Hier scheint nichts zu sein. Okay. Da wird, glaube ich, auch nichts drunter sein, was jetzt irgendwie speziell oder so wäre. Und da waren wir schon. Dann gehen wir hoch. Das ist aber auch ein geiler Balkon. Hat eine gute Aussicht. Und das ist, glaube ich, Kupfer vor mir. Das brauchen wir dann auch noch. Ach so, doch, na klar. Hier ist eine Kiste versteckt. Mit einem Heiltrank. Schrottpfeilen und Heilungsstrom. Wirklich gut. Oh, und hier ist auch so ein... Wie nennt man das denn? Garten auf der Terrasse? Was habe ich hier? Die Aureolienblume. Das kann ich nicht aussprechen. Ist hier oben irgendwas? Komme ich da irgendwie rauf? Jawohl. Hier ist aber nichts. Das ist ja belastend. Schade, schade, Schokolade. Dann gehen wir mal runter. Und dann sind wir, glaube ich, hier eigentlich fertig. Jetzt gucken wir nochmal, was hier hinter dem Haus ist. Oh, hier sind auch... Oh, geil, hier sind voll viele Pilze. Sammeln wir jetzt einfach alles mal. Oh nein, ich habe Bienen hinter mir. Mann, verpisst euch. So. Was haben wir hier? Tomatoes. Oh, der Rucksack ist schon wieder voll. Das gibt's doch gar nicht. Dann schmeiße ich Myzel jetzt weg und hier diesen Schutt. So. Dann wird eine Sache da draus. Subsach. Gut. Dann würde ich sagen, begeben wir uns mal auf die Reise zu diesem nächsten Plünderer-Versteck. Schauen, was uns da so erwartet, beziehungsweise mich. Und gucken uns ein bisschen um. Hier ist es auch super schön. Ach so, ja genau. Jetzt fällt es mir gerade ein. Fähigkeitspunkte. Ich habe 5 Stück. Doppelsprung habe ich. Was ist das? Wenn du mit einer Nahkampfwaffe ausgerüstet bist, verursacht ein Angriff aus einem Doppelsprung zusätzlich 20% Waffenschaden. Aber ich glaube, das werde ich nicht nutzen. Ausdauerverbrauch beim Sprinten, bla bla bla.
Die maximale Miasmazeit erhöht sich, das ist natürlich auch nicht so verkehrt. Erhöht den Giftwiderstand. Also auf jeden Fall nehmen wir das mal hier mit dem Schützen. Jeglicher Fernkampfschaden wird um 10% erhöht. Das ist natürlich als Bogenschütze auf jeden Fall wichtig. Adlerauge erhöht den Zoom beim Sielen, erhöht den Zoom beim Sielen mit dem Bogen erheblich. Halte zum Sielen, rechte Maustaste, während der Bogen in der Aktion ist, bla bla bla. Braucht man das? Plus 15% Schaden gegen Fernkampfgegner. Jeglicher Fernkampfschaden wird um zusätzliche 20% erhöht. Ich glaube, das ist auch gut. Okay. Ja, jetzt habe ich noch einen übrig, aber ich glaube, den spare ich mir mal auf. Und jetzt können wir weiter düsen. Jetzt hat sich das auch erledigt mit dem Pilze sammeln, weil jetzt da so viele waren. Aber hier die Äste und so nehmen wir mal mit. Hallo Wolf. Bevor ihr mir in den Arsch beißt, beiße ich euch in den Arsch. Leider kein Fleisch verloren, das ist schade. Gehen wir hier lang? Ja, Pilz nehmen wir trotzdem mit, wenn wir schon da sind. Beziehungsweise er uns über den Weg läuft. Oh, was ist denn hier? Ist es dieses... Oh. Ja klar, da wird man natürlich gleich wieder... Wo ist denn der Typ? Ich wollte aber eigentlich... Hey, kannst du mal bitte hier drauf zielen? Danke. Haut sie ihn jetzt weg? Nee. Ach, die sind ja Level 3. Das ist ja Pillepalle. Jetzt mit dem Doppelsprung kann ich mich nämlich auch easy peasy hier raufstellen. Ah, diese Blöden, wie sie immer raufkommen wollen. So. Oh, da ist noch einer. Tja. War ich wohl ein bisschen schneller. Kackelappen. Oh, er hat es tatsächlich geschafft. So ein Depp. So. Tschö mit Ö. Oh, hier ist nochmal so ein... Ah ne, das ist nur eine Falle, oder? Oder macht es gleich wieder... Pst. So, was haben wir denn hier? Rohes Fleisch. Fleisch. Ist das jetzt das Plünderer-Versteck? Nee, ist es nicht. Okay. Doch, ist es schon. Lustig. Was haben wir denn hier Feines? Metallschrott und Pflanzenfasern. Hier ist eine Kiste. Heulende Klinge, Nahkampfwaffe. Und ihr Inventar ist voll. Bitte entleeren Sie es. Ja, ist schon gut. Was können wir denn wegtun? Die Holzscheite vielleicht, oder? Die findet man ja überall. Neue Geschichtsseite. Plünderer-Versteck. Fackel. Stofffetzen. Hier ist auch eine Kiste. Explosive Schwarzpulverkugel. Rucksack ist voll. Wisst ihr was? Ist mir wurscht, brauche ich nicht. Mensch, Leute. So, getrocknetes Fell nehmen wir dann auf jeden Fall mit und die Holzscheite lassen wir da. Und das brauche ich nicht. Ja, dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Oder geht es da hinten noch irgendwie weiter? Nee. Na gut. Juti, juti. Dann gehen wir jetzt dorthin, wo ich eigentlich noch hin wollte. Und zwar eine Geschichte des Feuers. Jetzt weiß ich nicht, wie wir da hinkommen. Das sieht ja eigentlich aus, als wäre es hier auf dem Hügel. Wo muss ich jetzt denn dann lang? Einfach mal so lang laufen.
Werde ich schon irgendwie hinkommen. Oh, hier ist auch Ding. Kupfer. Aber jetzt habe ich ja sowieso keinen Platz mehr im Rucksack, ne? Wobei, egal. Ich sammle mal kurz ein bisschen. Ach nee, das ist Feuerstein. Okay, never mind. Dann düsen wir weiter. Ah, wir müssen eigentlich doch da hoch. Können wir uns hier hochbuggen? Nee, ach, das nervt doch. Irgendwie muss es ja einen Weg dahin geben. Vielleicht dann doch, wenn man hier so lang düst. Wahrscheinlich jetzt komplett falsch. Aber wir gehen einfach mal da lang. Da war ich ja schon, gell, bei dem Ding. Oder? Nee, ich habe es zumindest noch nicht entdeckt. Ah, und da ist so ein Dingsi. Dingsi-Döngsi. Ich weiß immer noch nicht, wie man es nennt. Oder ich habe es wieder vergessen. Eins von beiden. Und hier ist das eine Höhle? Nee, oder? Nee, so ein Zelt. Ah, okay, dann gehen wir mal schnell zu dem Zelt hin. Gibt es hier was Interessantes? Rucksack voll, Rucksack voll. Und sie setzt sich erstmal hin. Na klar, genießen wir doch die Aussicht. Hier wird wieder irgendwas gekillt. Aber hier sieht es jetzt nicht so aus, als wäre da was Interessantes. Okay. Never mind. Dann einmal hier lang. Vielleicht wäre es aber sinnvoll, wenn ich mir jetzt doch kurz mal. Ach so, ich kann mir wieder keinen Altar bauen, weil ich keine Steine habe. Und dann müsste ich wieder irgendwas löschen. Ach Mist. Ich brauche noch mehr Platz im Rucksack. Mindestens das Doppelte. Wir machen das jetzt trotzdem. Ich mache mir mal kurz einen Altar hin. Okay, gut, haben wir. Achso, falsch. Ich muss einmal kurz zu meinem Zuhause und dann wieder zurück. Einmal kurz die Taschen leeren. La 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 la. Ich habe keinen Platz mehr in den Kisten. Ich brauche Kisten. Wie war das jetzt gleich? Umschalt und R, ne? Ja, genau. Gehen wir jetzt mal von Kiste zu Kiste. Ach, hier ist doch noch tausendmal Platz. Gut gedeutscht. Machen wir so. Und machen wir so. Dann haben wir auch schon wieder was los. So. Wo war jetzt die Kiste mit dem Platz? Das war schon die, ne? Jawohl. Okay, dann schmeißen wir hier einfach den Rest jetzt auch rein. Gut, das Sägeblatt, das kann ja da bleiben. Heiltränke. Pilze muss man halt noch braten, aber ansonsten passt's. Dann können wir noch mal kurz reparieren. Oi. Oi, ahoi, ahoi. Und dann gehen wir zum Zuhause zurück. Okidoki, antischoki. Hier gibt's wieder lecker, lecker Mais. Und ich bin Stufe 8. Krass. Ich habe doch gar nichts gemacht. Womit habe ich das verdient? Und wieder Fähigkeitspunkte bekommen. So, da war doch noch einer. Genau hier. Tschüss. Komm, wir sammeln jetzt hier alles. Kann ja nicht verkehrt sein, ne? Bisschen im Kreis, um euch übel zu machen. So. Dann holen wir uns die hier noch. Was gibt es denn jetzt hier noch? Hier sind wieder Pilze. Gut, da ist einfach nur ein Haufen Schutt.
Ich bezweifle, dass da was drunter ist. Was ist das hier für ein Ding eigentlich? Ah, wo ist denn meine Axt? Ich wollte eigentlich das Ding hier oben kaputt hauen. Hallo, bist du deppert? Wie das ausschaut. Aber jetzt habe ich's. Okay. Sieht also aus wie ein Badezimmer, in dem einer in der Badewanne gestorben ist. Ja, GZ. Na gut. Also, ach so, war das nicht hier? War das jetzt normale Erde oder Farmboden? Erdwegblock. Na. Dieses Ding sieht auch cool aus, dieser Bogen hier. Hier haben wir wieder Pflanzenfaser. Aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug gesammelt. Ja, so eine schöne kleine Farm bauen. Das ist schon nice. Uah, ich wusste es doch. Drecksviecher. Wieso sind die überhaupt so groß? Ist voll übertrieben. Es gibt nicht so große Ratten. Hier sieht es aber ganz schön zerstört aus. Hier ist irgendwas. Wartet mal. Aber das kann man nicht looten, dieses lilane. Schade. Ja. Wir machen mal wieder Pause. Da ist eine Ratte, aber sie hat mich nicht gesehen. Sehr gut. So, hier geht's nach oben. Hier sind einfach nur so Vasen. Aber ich glaube, dass ich hier jetzt nicht allzu viel guten Loot rauskriege. Hier geht's nochmal raus. Uah. Nein. Tschüss. Haha. Und die anderen, kann ich da durchluren? Wo sind sie denn? Da guckt der blöd. Ja gut, die machen wir später K.O. Dann gehen wir erstmal rauf. Schön. Okay. Hier ist ein Schrank. Öffnen. Nägel. Das sind genau die Nägel, die uns noch fehlen für diese Kreissäge. Kisti. Ein Metallsternstreitkolbe. Noch eine Kiste. Mit Schrottpfeilen. Okay. Was gibt's hier oben? Nix. Vielleicht können wir aber von hier oben die Wölfe platt machen. Okay, das gibt's doch nicht. So. Und den noch? Da waren doch aber noch mehr. Also ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Schauen wir nochmal nach unten. Ne, hier ist definitiv, glaube ich, nichts mehr. Okay. Ah, den kann ich aber noch... Ah, da ist auch noch einer. Mit dir. Ich möchte sammeln. Looten. Ja, komm. Kann ich jetzt den plündern? Ja. Gut. Okay, dann habe ich ja... Ah ne, da wollte ich ja eigentlich hin. Dann würde ich sagen, düsen wir da jetzt auf jeden Fall nochmal kurz hin. Vielleicht ist ja jetzt der Weg hier der richtige.
Können wir hier hoch? Ich glaube schon, oder? Oh, und der kann einfach den Berg hochlaufen? Hier sind end viele Wölfe. Ja, beiß mir halt in den Kübels. So. Was ist das da? Ah. Mich juckt's am Ohr. Was ist dies hier? Was ist denn hier los? Hier ist eine Tür. Und eine Kiste. War ja klar. Mit einer Bandage. Bandage, Bandage. Irgendwie habe ich Angst. Weiß auch nicht warum. Hier ist es nämlich auch schon wieder so dunkel. Hier ist auch nochmal eine Tür, oder? Ja. Lehrlingszauberstäbchen. Wo sind wir da gelandet? Ich wollte eigentlich hier das Wasser, was da liegt. So. Ich glaube, ich will zuerst rechts lang. Hier ist wieder so eine Tür. Und die wird bewacht von einem Toten. Henkersaxt. Ich höre da irgendwas dahinter krabbeln. Boah, da stellst du mir gleich alle Haare auf. Okay, dann diese... Oh ja, oh Gott. Was ist das hier? Eine Folterkammer. Mit Schlamm, dass man nicht schnell weglaufen kann. Interessant. Okay, was ist hier? Ich weiß halt jetzt nicht, ob da immer irgendwie Zeug drunter ist oder nicht. Kann man das wegmachen? Nee, ich glaube fast nicht. Das geht auch nicht auf. Hier ist auch nichts. Oh, ich seh's schon. Naja. Ach, warte mal, die ist ja tot. Lol, ist sie in diese Dinger reingerannt und dann gestorben? So eine blöde Kuh. Die sind da alle tot. Was für ein Schrott. Plündern wir die? Naja, das erleichtert mir natürlich. Aua. Ich wollte doch nur die Spinne plündern. Die arbeiten, ne? Wenn die hier schon alle tot sind, dann hab ich nichts zu tun. Hier hat ein Stab. Okay, war's das jetzt hier? Bin ich jetzt hier rein für einen Hirtenstab? Das ist ja auch eine Verarsche. Man kann ja hier einfach drum rumlaufen. Na gut, ich glaube aber, die ganzen Geheimgänge und so habe ich gefunden. Sonst war ich eigentlich auch überall. Ne? Ja, genau, hier ist das Schlammzeug. Kann man eigentlich den Schlamm wegpickeln? Ja, da bekommt man Erde. Erde und Stein. Unwichtig. So, jetzt ist die Frage, wo war der Ausgang? Oder habe ich doch noch was übersehen? Nö, hier ist der Ausgang. Ich höre doch immer noch irgendwas rumkrabbeln. Wow, das ist so gruselig. Aber hier ist doch nichts. Und außerdem ist es schon wieder dunkel. Ja, schade. Hier sind Glühwürmchen.
Hier ist aber nichts. Ja gut, okay. Dann würde ich aber an der Stelle tatsächlich auch sagen, dass ich den Part hier beende. War natürlich jetzt wieder nicht so spannend, ich weiß, aber gehört ja auch dazu, dass wir die Sidequests machen. In dem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye!